Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Origins. Wir sind hier immer noch in der Irrenanstalt und ich muss bald auch in Anstalt, weil ich einfach so verzweifelt bin. Wir haben alles schon erkundet und ihr seht ja, da ist noch so viel offen. Wie komme ich da hin? Und alles, was ich untersucht habe, ist halt verschlossen. Wir müssen wieder durch den Spiegel. Wir müssen in die Anderswelt. Oh, mal gucken, was sich jetzt hier ändert. Die Musik gefällt mir jetzt schon nicht. Vor allem ist hier irgendwie so ein verbrannter Teddybär. Oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Aber die Munition nehme ich gern mit. In der richtigen Welt hat uns ja auch irgendwie eine creepy Puppe die Pistole gegeben. Das war auch seltsam. Wir haben auch irgendeinen Schlüssel ins Abwasser gespült, aber der war komischerweise nicht da. Auch richtig mysteriös. Vielleicht wäre es ganz clever, Travis, wenn du eine Waffe hättest. Ich meine ja nur. Was ist das denn? Was hat er denn? Eine Rohrzange oder was? Los geht's. Ja, Gegner. Ich mag Gegner. Nein, mag ich nicht. Oh ne, jetzt haben wir so viel Spielraum wieder. Ich hoffe nicht, dass die Unsichtbaren sind. Es sind die Unsichtbaren, richtig? Es sind die unsichtbaren Gegner. Mein absoluter Hassgegner. Ich hasse die wie die Pest. Weiß nie, wann die angreifen. Weiß nie, wo die sind. Aber ich glaube, dieser unsichtbare Gegner ist tot. Zum Glück. Respawn zwar so gleich wieder, aber hey. Travis! Travis! Muss gleich mit dir schimpfen. Mann. Kannst du echt nirgendwo rein? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Mann. Toll, jetzt bin ich in einer anderen Welt, in der Spiegelwelt, in der Albtraumwelt, wie auch immer. Und kann hier auch nichts erreichen. Immerhin gibt es Alkohol. Kann ich meinen Kummer her irgendwie. Spaß. Mann. Nichts ist hier offen. Da hinten ist, glaube ich, noch so unsichtbarer. Ich hasse die, Leute. Ich hasse die. Ja, natürlich ist er unsichtbar. Ich sehe ihn doch schon. Ich könnte ihn natürlich auch abschießen, ne? Will ich den abschießen? Er nicht. Oh, Travis! Mann! Bist du besoffen oder was? Ja, die Alkoholflasche hast du ja gerade gefunden. Stimmt. Wie einfach nicht treffen. Aber die Waffe ist gut. Stark, gute Reichweite, relativ schnell. Gefällt mir. Was mir auch gefallen würde, ist, wenn die Tür offen ist. Ich heul gleich. Gut. Der obere Bereich war komplett für die Katz. Dann gehen wir die Treppen runter. Boah, in der Albtraumwelt, Spielwelt, wie auch immer. Weil das war cool. Ich soll vielleicht mal wirklich das Licht anmachen, damit ich die Sachen besser sehe. In der Albtraumwelt sind die Treppen irgendwie noch kaputter, mehr stählern. Ganz komisch. Hallo. Oh, ein Speichersymbol. Das war aber schon lange nicht mehr gespeichert. Zwar mit Safe States, aber... Ey, Speicher, du blöden Mann. Travis. Travis. Travis ist immer schuld. Ich bin niemand schuld. Das wisst ihr doch. Warum kann ich da rein? Das gefällt mir nicht. Warum kann ich da rein? Warum kann ich da rein? Warum habe ich so viele Möglichkeiten? Die sind bestimmt unsichtbare Gegner aus. Das. In der Tür gibt es eine seltsame Vertiefung. Ihr Anblick macht mich ganz benommen. Ja, die Musik, die ihr spielt, macht mich auch benommen. Hilfe! Boah, das ist verstörend. I've always hated you. You and your devil son. Oh God, Helen. My dear Helen. You really are dead. What will I do? Was zum Geier war das? Was zum Geier war das? Ist die Helen hier verstorben oder was? Voll die Geister der Vergangenheit, die horten hier rum. Hilfe und dann die Musik. Oh Gott, das ist schon heftig. Ganz ehrlich. Hier, die Anstalt ist so ultra heftig. Das Krankenhaus war ja so ein bisschen Kindergarten-Style. Aber hier geht's richtig ab, ey. Coole Atmosphäre.
Aber ich weiß nicht, wo ich hin muss. Schauen wir mal wieder auf Karte. Mache ich ja zum Glück nicht so oft. Coming in. Ich hab's vergessen. Die goldene Silent. Warum hat er immer Priorität? Warum? Diese Gegner, das sind immer absolut aus Gegner. Noch schlimmer als die Unsichtbaren. Ich kann gegen die nicht kämpfen. Wirklich nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich weiß nicht. Gegen die habe ich echt Probleme. War ja auch theoretisch der erste Boss, ne? Das war ja so viel. Ach, da kommt direkt der nächste zum Kuscheln. Das ist aber lieb. Komm. 10.000 Fist in die Air. 10.000 Fist in die Air. Und Eiertritt. Gut. Ruhe im Karton. Travis, ich löse mein Problem mit purer Gewalt. Mann, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Die Monster sind auch erst jetzt gekommen, nachdem ich den Raum betreten habe wieder. Tür ist defekt. Kann hier nicht durch. Tür ist defekt. Kann hier nicht durch. Travis. Hallo. Die Toiletten-Horrorspiel, ne? Hallo? Unter Metallgitter sieht es dunkel und kalt aus. Oh, soll ich dir noch einen Pelzmantel geben oder was? Mann, stell dich nicht so an. Was soll ich denn sagen? Wir Frauen, wir frieren viel früher. Die Kabine ist ganz mit Stacheldraht bespannt. Ja, wenn die Toiletten nicht sauber genug sind, dann muss man halt den Charme verstecken. Ich laber heute nur Quatsch, aber ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Da können wir wieder die Realitäten wechseln. Würde ich auch in Betracht ziehen, aber ich habe hier noch nicht alles erkundet. Jetzt sind die Gegner eher wieder da. Und ich krieg das Kotzen, wenn die wieder da sind. Aber okay. Females Room, hier waren wir schon drin. Warum kann ich von zwei Seiten ausdrehen? Lassen wir das. Nee, es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Ich will wirklich alles erkunden. Wenn überall ein X steht, wenn überall fahren, dann bin ich zufrieden. Weil hier gibt es noch zwei Stellen. Einmal hier. Und einmal hier. Dieses komische Geräusch kommt tatsächlich von der Tür. Gut. Ich habe jetzt nichts öffnen können, aber immerhin bin ich zufrieden. Ich glaube, wir müssen echt durch den Spiel. Der war eine Toilette. Auf in die Frauentoilette. Tja, da gibt es keine Stehklos, Travis. Pech gehabt. Ich glaube nur Scheiße, es tut mir so leid. Und back to the roots. Hallo. Also die Damentoiletten, die ich kenne, sehen ein bisschen hübscher aus. Was? Born in the USA, I was. Ich lese das echt raus, ne? Irgendwas mit Sun. Bang my son. Bitte was? Bring my son back. Wahrscheinlich bring back my son. Irgendwie sowas. Was zum... Oh. Hey, die LED-Toilette. Habt ihr das gesehen? Erst was gelb? Ja, guck mal. Mit LED-Beleuchtung, die Pisse. Wie schön. Toilette scheint verstopft zu sein. Aus dem Rohr kommt ein metallisches Klappern. Als hinge dort irgendetwas fest. Ist das der Schlüssel, den wir darunter gespürt haben? Toilettenspülung wurde betätigt. Toilettenspülung wurde betätigt. Ach so, hast du denn da drauf gehört? Was auch immer da drin steckt, es wurde nur in den Abfluss hinuntergespielt. Jetzt kriegen wir den Schlüssel. Jetzt ergibt das auch Sinn. Was soll ich mit dem Schlüssel machen? Ich weiß es halt nicht. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Realität, versuche den Schlüssel zu holen. Gucken wir erstmal, was hier draußen abgeht. Gegner? Gegner? Natürlich. Es raschelt, es rauscht und ich krieg das Kotzen. Wunderbar.
Ach, ein Unsichtbarer. Ja, wunderschön. Komm, kuscheln. Warum kann ich hier durch? 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 Ich kriege einen Anfall. Guck mal, wie viele... Nein! Mann! Nein! Warum? Ich will hier nicht durch können. Guck mal, was man da alles erkunden kann. Na gut. Here we go. Boah, nee, tut mir leid. No chance. Ja, ist gut. Ja, erschreckt mich halt. Erschreckt mich halt. Ich will mich erstmal hier umschauen. So unsystematisch kann ich nicht ab. Na, noch ein Unsichtbarer. Natürlich. Brauchen nicht gleich fünf auf einen Haufen. Der Travis, der macht das schon. Hallo? Ich bin neu hier. Oh, eine Puppe. Ach, eine Tischlampe. Klar. Die typische Waffe, ne? Jemand hat seine Puppe vergessen. Ich lasse sie hier, als man zurückkommt und nach ihr sucht. Klar, man geht in dieses gruselige Irrenanstalthaus zurück, nur um die Puppe zu holen. Genau, Travis. Sehe ich auch so. Was ein lustiger Mensch. Mit der Munition, die ich nicht benutze. Boah, also dieser Dungeon, ich weiß ja nicht. Schon geil gemacht. Ich klinge mal so negativ, ne, wenn ich so sage, was? Eine Schreibmaschine. Ich wollte eigentlich das Eisen nehmen, aber nimm halt die Schreibmaschine. Was ist das denn? Dr. Harris has the key. Der Doktor hat den Schlüssel. Die Tür ist mit einem Siegel verschlossen. Jemand hat Folgendes draufgeschrieben. Dr. Harris hat den Schlüssel. Ja, Travis. Dein Englisch ist scheinbar nicht das Schlechteste. Mann. Leute, ich weine nur rum, ich weiß. Es tut mir auch leid, aber was soll ich da machen? Lass mich durch! Er hat mich echt geschriffen. RCS hat mich geschriffen. Der Unsichtbare. Mann, ich habe kaum noch Heilung. Es kotzt an. Travis, wir müssen jetzt mal hier ausrüsten. Was nehmen wir jetzt? Habe ich euch ja irgendwas noch nicht gezeigt? Ja, hier, den Aktenschrank. Komm. Los geht's! Ihr habt den Aktenschrank gewählt, weil ich Ordnung als sehr wichtig erachte. Hier, deine Akten! Kriegst du zurück, geht aufs Haus. Die Akten hat sie gar nicht genommen. Es hat einfach nicht getroffen. Was ein Rotz. Schnell weg, Travis. Schnell weg. Mann, zwei gegen einen ist unfair. Welche gemobbt von den Girls. Also ich hätte zurückgehen können. Nochmal zum Abfluss, aber ich will erkunden, was hier ist. Ich will einfach wissen, was hier ist. Jetzt ist sie entsperrt. Ich glaube, das ist ein Shortcut. Das ist ein Shortcut. Juhu! Lasst mich in Ruhe! Ich habe eine Schreibmaschine. Und meine Akten habe ich verballert. Schnell weg hier. Ist eh abgeschlossen. Ich glaube, mit den Schlüssel, den wir unten finden, kommen wir da weiter. Warum sind hier schon wieder neue Gegner? Ich verstehe es nicht. Ihr merkt schon, das Kämpfen im Spiel ist so sinnlos. Nimmst nur Schaden. Und die droppen nichts und respawnen. Wenn die nicht respawnen würden, würde ich sagen, ja. Kann man sich vielleicht in den Raum schauen. Finde ich ein bisschen blöd an dem Spiel. Du hast so viele coole verschiedene Waffen. Aber die Gegner respawnen und das Kämpfen ergibt keinen Sinn. So. Brechstange. Okidok. Warum? Ach so, ich weiß warum. Weil wir noch nicht da sind, ich vergesse es immer und ich erschrecke mich jedes Mal bei der Musik. Die Musik klingt so, als würde einer irgendwie mit Kettensäge deine Organe aufschneiden. Echt. Ich weiß nicht, ich habe ganz wilde Fantasien. Tut mir leid. Es klingt so richtig brutal und verstörend. Ich weiß nicht. Dabei ist hier gar nichts, was richtig schlimm ist. Abflussrohr befindet sich ein Schlüssel, aber ich bekomme ihn nicht durchs Gitter zu fassen. Nein, da fehlt uns noch irgendwas. Ich weiß nicht, was uns noch fehlt. Ich weiß es nicht. Und nun? Wirklich, und nun, ich weiß es nicht. Was machen wir jetzt? Ich krieg einen Anfall. Und jetzt?
Jetzt mal ernsthaft, ich weiß es halt nicht. Wie soll ich die Schlüssel da jetzt rauskriegen? Gut, das werde ich im Internet nachschauen. Bis gleich. So, ich bin jetzt mal offscreen zurückgelaufen zu Female Dorm 5. Hier muss irgendwas sein. Ja, ein Gummiknüppel, den ich auch in der Hand habe. Hier ist noch ein Tier jetzt. Ich glaube, hier waren wir gar nicht drin. Wollen wir in eine andere Welt drin? 9.10 Uhr. Medizinausgabe in Patienten in der geschlossenen Abteilung. Keine besonderen Zwischenfälle. 11.46 Uhr. Morgendliche Visite mit Dr. Harris. Keine besonderen Zwischenfälle. 15 Uhr. Besuch von Mrs. von ihrem Mann. Brachte sie in den leeren Schlafraum, damit sie sich wohler fühlt. 15.46 Uhr. Mrs. hat ihren Mann angegriffen. Während des Besuchs hatte sie einen gewalttätigen Anfall und versuchte Mr. zu erdrosseln. Die anwesende Pflegerin und ich hörten die Schreie und konnten sie überwältigen. Trotz ihrer schmächtigen Statur waren wir nur zu dritt dazu in der Lage. Nachdem wir sie ruhig gestellt und zurück auf ihr Zimmer gebracht hatten, wurde sie von Dr. Harris untersucht. Er entschied, ihre Dosis Epulinium wieder heraufzusetzen. 17.12 Uhr. Die anderen Patienten waren nach dem Zwischenfall mit Mrs. aufgewühlt und ruhelos. Harris hat daraufhin den Einschluss angeordnet. Ja, vielleicht besser, wenn die weggesperrt wird, die Alte. Wenn jemand solche Anfälle bekommt. Mann, hier muss doch irgendwas sein, Leute. Hier habe ich einen Schlüssel übersehen. Ich habe so einen Guide geöffnet. Hier waren wir einfach nicht drin. Mann! Was wäre ich nur um das liebe Internet? Was soll ich da jetzt rumirren, ne? So, das ist der Patientenschlüssel. Ist dem Patienten so gehört. Und der Raum dafür ist... Wo ist der Raum dafür? Ich weiß ja nicht, wo es ist. Können wir mal schauen. Hier auf jeden Fall nicht. Storage. Female Ward. Nee. Ich weiß nicht, wo es ist. Patient Belongings. Ach, da. Oh mein Gott. Eine Eingangshalle. Na gut. Here we go. Ich habe übrigens einen so unsichtbaren getötet, weil der immer vor der Tür stand. Hier ist auch noch ein anderer, aber den werde ich nicht töten. Zumal ich auch nur so einen lächerlichen Gummiknüppel habe. So, jetzt aber. Mit dem Kopf durch die Wand, hier Lichter. Das war der, der die ganze Zeit vor der Tür stand. Vor der Tür stehe und so. Ach. Nee, zwei gegen einen. Nein, nein. Ich bevorzuge einen fairen Kampf. Sorry, dass ich so oft auf Karte schaue. Ich kann mich halt nicht orientieren. Es tut mir leid. Ich komme halt nicht aus dem Orient. Im Orient, da orientiert man sich. Mann. Jetzt weiß ich aber den Weg. Hier durch und dann gehen Norden halten. Genau. Ey, die waren vorher aber nicht hier. Das finde ich jetzt nicht so cool. Schnell weg, schnell weg. So höre ich mich morgens auch an, wenn ich aufstehe. Wie war das mit, ich weiß, wo ich hin muss. Doch, hier. Hier muss das sein. Komm, es ist hier. Du schaffst es. Wie ich mich fühle, ne? Hab ja nur 20 Mal auf Karte geschaut. Munition und noch ein Bericht. Zustand 20.02.1961. Patientin Mrs. Alter 35, behandelnder Arzt Dr. Harris. Aufzeichnung Mrs. Zustand hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert. Ihre Fantasien hinsichtlich einer Spiegelwelt, wie Fantasien, die ist real, haben an mehr Intensität zugenommen. Sie verbringt immer mehr Zeit in einem offenbar katatonischen Zustand. Was auch immer das ist. Ich könnte jetzt also allwissend tun. Ja, natürlich. Katatonischer Zustand bin ich auch immer. Klar, immer abends um 8.16 Uhr, ne? Bin ich auch in so einem Zustand.
Sie behauptet, dass sie sich während dieser Zeit in der anderen Welt befinde. Mittlerweile erinnert sie sich vollständig an jeden Angriff auf ihren Sohn. Giftback, my son. Werden das in der Toilette. Zeigt euch diesbezüglich keinerlei Reue. Sie scheint auf den versuchten Kindesmord sogar stolz zu sein. Ich mache mir Sorgen, dass dieses Verhalten eine Nebenwirkung der erhöhten Dosis Epuliniums sein könnte, die der Patientin verschrieben wurde. Ich habe vorgeschlagen, ihr Dosis zu halbieren und hoffe, in Kürze positive Ergebnisse zu sehen. Ich glaube, das ist ein hoffnungsloser Fall. Komm, Schreibmaschine her. Ja. Perfekt, Travis. Einfach schön die Handtasche nehmen. Oh nee, hier ist wieder ein Spiegel. Ihr Lieben, hier ist wieder ein Spiegel. Nehme ich hier. Ich will da nicht rein. Ich will nicht. Leere Kisten. Schön. Das hast du jetzt bei jeder einzelnen Kiste. Hier gibt es nichts für mich, okay? Ja, jetzt die Frage, warum soll ich jetzt durch ein Spiel gehen? Was habe ich davon? Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber natürlich, was macht euer Girl? Sie geht durch ein Spiel. Was habe ich denn für eine andere Wahl? Ich weiß halt nicht, wohin. Ich habe halt nur in den Walkthrough geschaut, wo jetzt der Fehler war und habe ich einen Schlüssel übersehen und jetzt weiß ich noch nicht weiter. Das ist halt ein großer, verwirrender Bereich. Mach mir keine Angst! Ich hab den Gummiknüppel! Voll das Sexspielzeug, ey. Oh Gott, was ist das für ein Haken? SpongeBob, halt dich fern von den Haken! Okay, Mr. Krabs. Da! Seht ihr ihn? Schade. Ich wollte gerade so eine Greenscreen-Spielerei machen. Oh mein Gott, guckt mal, was wir hier haben. Das Schrottgewehr. Das ist voll Schrott, das Gewehr. Schrot. Schrot mit Kot. Ja, was müssen wir jetzt machen? Gute Frage, nächste Frage. Die Erkundungstour geht hiermit weiter. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Die Tür ist niemals zu erreichen. Was ist denn hier passiert? Ich habe einen Gummiknüppel. Legt euch nicht mit Travis an. Auf einmal. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Safe State machen möchte. Ich glaube nicht. Ich möchte erstmal weggehen. Lass mich in Ruhe, du scheiß Drecksviech. Schnell weg. Ich bin so tot. Warum zum fucking Sorry. Ich bin gerade ein bisschen pissed. Was sollte ich denn da machen? Ich kam da nicht mehr dran vorbei. Ja, und so viel zur Erste Hilfe, ne? Ich habe mich so stark gefühlt mit dem Gummiknüppel. Schnell weg! Tschüss! Ach, da ist direkt der Nächste. Ja, klar. Stärksten Gegner im gesamten Spiel. Direkt 100 Mal hintereinander. Klar. Das nenne ich natürlich fair. Klar. Natürlich. Boah, ich habe keinen Bock, das zu erkunden. Es tut mir leid. Ach, es geht doch nur einen Weg. Wenn diese Viecher hier sind, was sind das denn für welche? Da will man sich jetzt echt die Pistole auspacken. Was zum? Warum kann ich da rein? Komm, am besten noch so ein Viech. Komm schon. Komm schon, ihr wollt es doch auch. Hier ist so ein Viech, ne? Ne, ein unsichtbarer. Auch nicht viel besser. Komm her. Ich habe einen Gummiknüppel. Ich habe einen Gummiknüppel. Komm jetzt her, du Blödmann. So. Weil der macht das Sex-Spielzeugs. Komm. Ah. Jetzt müssen die guten alten Fäuste herhalten. Perfekt. Was ein beschissenes Item. Gummiknüppel macht keinen Schaden, bringt nichts. Schlechte Reichweite, geht sofort kaputt. Alles, was du nicht haben möchtest. Nein, Rotz. Boah, ich brauche jetzt, glaube ich, echt eine vernünftige Waffe. Hier. Fleischermesser. Wer ist jetzt der Butcher? Ja, ein Energy Drink. Ich hätte gerne einen Gesundheitsdrink, aber vor allem die Erste Hilfe. Sind wir ehrlich. Erste Hilfe wäre am schönsten. Aber immerhin bekommen wir einen neuen Aktenschrank. Natürlich.
Schön alles mitnehmen. Kein Rucksack, keine Tasche. Das ist Travis. Leerer Tisch und er so. Nichts Brauchbares. You don't say. Die komische creepy Puppe ist weg. Oder war die hier nicht? Nee, die war hier nicht. Die war in dem Festbereich. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und ich habe Angst vor den Gegnern, weil die viel zu stark sind. Können wir schauen, ob wir jetzt in der Albtraumwelt den Schlüssel bekommen? Das wäre auch eine Idee. Das wäre halt echt eine Idee, ne? Trotzdem möchte ich hier mal Storage untersuchen. Vielleicht finden wir da ja noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Wäre halt ganz schön. Kamera, please! Konami! Mann! Natürlich kommen wir jetzt nicht in Storage. Wäre auch zu einfach, ne, das Spiel. Ich hasse alles. Ich verfluche alles. Ich hasse alles. Und warum komme ich da durch? Laundry. Boah. Ich will hier nicht sein. Doch, ich will hier sein. Alles super. Ich beschwere mich nicht mehr. Ich werde hier schon zum kleinen Travis. Gesundheitsdrink. Warum kein Erste-Hilfe-Kasten? Ich mache nur Spaß. Hier ist wieder ein Bericht. Bericht des anwesenden Beamten. 4.11.1959. Aktenzeichen VA 45-45-10. Zur Zeit meiner Ankunft war raus der befand sich bereits ein Rettungswagen vor Ort. Der Nachbar Mr. Bryant, nachdem er zuerst Hilfe herbeigerufen hatte, hatte Mrs. gebändigt, während sich die Rettungshelfer um das Kind kümmerten. Der Ehemann Mr. war noch nicht von der Arbeit zurückgekehrt. Dank Mr. Bryant konnte das Gas abgestellt und das Haus durchlüftet werden. Allerdings lag weiterhin ein starker Gasgeruch in der Luft, sodass ich es für notwendig hielt, die Feuerwehr herbeizurufen. Ich beschwöre die Feuerwehr. Es klingt so blöd, herbeizurufen. Es hatte anscheinend, als hätte Mrs. versucht, sich selbst und ihr Kind zu vergasen. Das klingt ein bisschen falsch. Bei ihrer Vernehmung war die verdächtige Mrs. Lalala unkooperativ und aufgebracht. Sie forderte ihre Freilassung, damit sie das böse Kind töten könne. Sie hatte eindeutig den Verstand verloren. Mr. Bryant gab an, dass er in den vorangegangenen Wochen mehrmals lautstarke Streitigkeiten und Schreie vernommen habe. Er sagte, Helen, geht es seit geraumer Zeit nicht gut. Gott, die hat wohl echt seriöse Probleme. Eigenes Kind vergasen, ich bitte euch. Da hört der Spaß auf. Ich will einen Erste-Hilfe-Kasten. Ich will einen Erste-Hilfe-Kasten. Weil ich ganz fest dran glaube, der scheint jetzt. Wo nicht fest genug dran geglaubt. Cool, aber eine kleine Info freut mich natürlich, aber das war's dann auch. Boah, wenn ich jetzt den gesamten Bereich in der Spielwelt nochmal erkunden kann. Holla die Waldfee. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, ich sag's euch. Immerhin ist sie verschlossen, das heißt, wir müssen Treppen nehmen. Ich wollte jetzt sowieso mal da unten schauen. Ihr wisst warum. Schlüssel und so. Here we go. Was hält uns davon ab? Was ist hier unten? Ach nee, das war dieser verdammt lange Gang. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Auf jeden Fall ist hier noch Munition. Für die Pistole, die wir immer noch nicht. Die wir immer noch nicht benutzt. Die wir immer noch nicht benutzt haben. Was sind hier für verstörende Geräusche? Das lenkt mich übelst ab. Ja, und Travis wieder. Dieser Idiot. Nein, ich will doch nicht durch. Ich will nicht durch. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Du musst es hier. Das ist deine Bestimmung. Natürlich, Gegner. Was habt ihr denn erwartet?
Bestimmt wieder unsichtbarer Gegner. Wäre halt perfekt, ne? Die mag ich ja besonders gerne. Coolen Hammer. Eine Ampulle. Die Ampulle, die stellt wirklich alles wieder her. Das hat mich natürlich jetzt ein bisschen glücklich gestimmt. Ebenso, ich möchte eine erste Hilfe kosten. Jetzt bekommen wir noch was Besseres. Ja, hier ist ein Spiegel. Schön. Ich würde trotzdem gerne erstmal in der Spiegelwelt erkunden. Ja, unsichtbarer Gegner. Du mich auch. Hier. Ich habe ein Fleischermesser. Du blutest. Ist nur unsichtbar. Und da kommt direkt der Nächste und ich habe direkt keinen Bock mehr. Tschüss. Mann. Das Spiel ist echt schwer. Krass. Habe ich unterschätzt, muss ich gestehen. Kann ja auch keinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Ist halt immer anspruchsvoll. Hallo? Oh nee, warum kann ich hier rein? Hört ihr das? Ist das eklig. Aber es hat funktioniert. Der Interviewer-Archivschlüssel. Wo auch immer das Archiv ist. Ich weiß es nicht. Jetzt suchen wir mal das Archiv. Am besten noch eine Brille aufsetzen. Ich weiß nicht, wo das Archiv ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es war ja eine coole Idee, ne, mit dem Zoom, aber ich mag es dann doch nicht. Ich kann ja nichts lesen. Ist ja zum Kotzen. Und Travis ist schon wieder tot, oder was? Halb tot? Boah, Travis. Also ganz ehrlich, ne? Du machst mir echt Sorgen. So. Wo sind jetzt die Archive? Ich bitte euch. Wir haben kein Archiv gesehen. Und warum zoomt die Karte jetzt nicht? Aha. Okay. Female Dorm. Female Ward. Laundry. Wo sind die Archive? Hier sind keine Archive. Was zum? Hallo? Archiv? Waren wir da überhaupt schon mal? Wie kommen wir da hin? Wir waren schon mal auf der Ebene, aber es war halt verschlossen. Och nö. Immerhin haben wir Archivschlüssel. Ich weiß zwar nicht, was damit anfangen soll, aber wir haben ihn. Toll. Ich bin begeistert. Echt. Ich bin begeistert. Gut, die Erkundung geht erstmal weiter. Vielleicht kommen wir irgendwie zu Archiven. Lass mich durch. Blödes Viech. Ich will wissen, ob ich hier auch reinkomme. Natürlich nicht. Vault Storage. Könnte ich ja irgendwie Heilung bekommen, wäre dann zu leicht, das Spiel. Boah, ich bin voll nervös. Da stehen diese Gegner. Hier kann ich durch, ne? Bitte nicht. Ich will hier nicht durch können. Zum Glück nicht. Nee, ich habe das falsch angeklickt. Ich kann da bestimmt durch. Ich will nicht. Es ist doch zum Kotzen. Ich könnte durch den Spiegel, ich könnte dahin, nur ich weiß nicht, wie ich zu Archiven komme. Mann. Cool, Fleischhaken, die nehme ich. Erste Hilfekasten wäre zwar besser, aber hey. Komm, Travis, so dick bist du nicht. Quetsch dich da mal durch. Du bist mein Sorgenkind. Auch wenn du wahrscheinlich älter bist als ich. Okay, Girl. Jetzt gehst du sofort nach. Links? Ne, in dem Fall rechts. Hallo? Warum geht er nicht mehr durch? Travis! So. Ey, ist das nicht unfair? Ich betrete die Tür, ich bin nur in Animationen und sterbe. Echt? Ich verrecke. Weil der in der Animation ist. Wenn durch die Tür geht, da hängt er da erst fest. Und laden die Gegner schon ihre Angriffe auf. Das ist mega bescheuert. Tut mir leid. Gut, jetzt können wir durch ein Spiel.
Was habe ich davon? Ich weiß es halt nicht. Gut, hier war man, glaube ich, auch noch nicht in der Welt. Oder? Ich glaube nicht. Nur ein Haufen Schrott. Sagt der, der sich alle alten Schreibmaschinen und Toaster einsteckt. Okay. Travis, du bist ein Paradoxon. Mann. Jetzt ist sie auf. Schön. Die Frage ist, wo es jetzt hingeht. Wir müssen zu den Archiven. Die sind ganz oben. Da sind die Archive. Staff Lounge. Sag mal, wie bin ich denn da mal hingekommen? Ich weiß es doch nicht mehr. Ich habe alles vergessen. Sissy Hill, 27. Hat Alzheimer und ein Gedächtnis wie ein Sieb. Ja. Leider die bittere Wahrheit. Boah, ist der Part schon lang. Scheiße, was mache ich hier? Tut mir leid, ich muss den Part beenden. Voll der Überlängenpart. Wir haben nichts erreicht. Ich komme einfach nicht weiter. Es ist so heftig. Das Spiel ist echt heftig. Ich habe noch nicht mal die Hälfte von diesen Ehrenanstalt gesehen geführt. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder durch die Ehrenanstalt irre. Welche Ironie. Stay awesome. Eure Sissia. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!